So, hallo. Ich finde mal, das Erste, was ich sagen müsste, schön, dass ihr alle da seid. Vor allem schön, dass ihr noch immer da seid. Ja, ich habe ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil ich finde, wichtig ist, dass wir uns lösen von dem kleinen Bild und das Bigger Picture sehen. Sehen, warum funktionieren diese ganzen Methoden, diese ganzen Muster? Warum lassen wir uns überhaupt aufhetzen? Und was läuft in unserer Gesellschaft falsch? Nun, dazu möchte ich sagen, kennt jemand von euch die Serie Big Love? Ist nicht wichtig, muss man nicht kennen. Was mir in der Serie am besten gefallen hat, also ich muss das ganz kurz erklären, da geht es um Mormonen in Amerika, in Utah. Und da geht es darum, die Hauptfigur in dieser Serie ist mit drei Frauen verheiratet und lebt mit denen und da entwickeln sich also alle möglichen Probleme. Und darum geht es dann. Das ist Interessanteste für mich an dieser Serie war, wie sehr Leute noch so merkwürdige Umstände akzeptieren, wenn sie da hineingeboren werden. Und das gilt für uns alle in unserer Gesellschaft. Ich habe ein bisschen Zahlenspiele gemacht, weil ich finde, wenn man was in Zahlen fasst, dann kann man sich immer schöner vorstellen, was das bedeutet. Gut, in unserer Gesellschaft ist normal, dass wir mit unserem vierten Lebensjahr, spätestens, jetzt ist es schon im zweiten Lebensjahr, abgegeben werden. Weg aus der Familie, hin in eine Kinderkrippe, in einen Kindergarten. Danach geht es weiter in die Volksschule, danach in die höheren Schulen und dann bist du, circa bis du 20 bist, in einer Schule. Und Schule ist nichts anderes als Vorbereitung auf den Arbeitsplatz. Und wenn du dann im Schnitt, das sind alles Zahlen bitte im Schnitt, ich weiß schon, dass manche gibt, die schon mit 15 anfangen arbeiten, ich weiß auch, dass manche gibt, die mit 25 erst anfangen zu arbeiten. Aber sagen wir, im Schnitt fangst du an mit 20 zu arbeiten. Und dann sollst du in unserer Gesellschaft circa 45 Jahre oder jetzt schon 55 Jahre bis zu deinem 70., 75. Lebensjahr arbeiten. Und wenn man das in Zahlen fasst, ja, dann hat man, wenn man sagt, in diesen 40, 45 Jahren habe ich 5 Wochen Urlaub pro Jahr, dann habe ich von den 40 Jahren 4 Jahre Urlaub. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der ich 40 Jahre arbeite, davon nicht mal 10% Urlaub habe und wir finden das normal. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man, wenn man durchschnittlich von einer Lebenserwartung von 85 ausgeht, bis über 2/3 unserer Lebenszeit in einem Job, in einem Beruf verbringen sollen und finden das völlig normal. Und jeder, der da nicht mitmacht, ja, der ist irgendwie asozial, der gehört schief angeschaut und der gehört ausgebuht. Und das ist sehr komisch. Wann ist das passiert? Wann ist das normal geworden, dass wir alle völlig klar für uns ist, dass wir den größten Teil unseres Lebens verbringen, ja, in einem Arbeitsverhältnis, in dem wir unsere Leistung, unsere Kraft, ja, hergeben und für die meisten ist es so, dass sie das nicht ausreichend bezahlt bekommen. Und dann ist es heute so, wenn du diese 45 Jahre gearbeitet hast oder 50 Jahre, dann kenne ich heute Fälle, die wissen, wenn sie in 2 Jahren in Pension gehen, dann müssen sie ihre Wohnung aufgeben, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Das heißt, der Dank dafür, dass du 45 Jahre gearbeitet hast, ist, dass du deinen Lebensstandard runterschrauben kannst. Und das finden wir normal. Und da, finde ich, möchte ich nicht mehr mitmachen. Und ich möchte nicht mehr mitmachen, mir vorschreiben zu lassen, was ich mit meiner Lebenszeit anzufangen habe. Und ich möchte nicht mehr mitmachen, mir vorschreiben zu lassen, wie ich mit Leuten umzugehen habe, die nicht dasselbe machen, die es nicht okay finden, ihr ganzes Leben für irgendeine anonyme Firma zu arbeiten, in irgendeinen Konzern zu verschwinden. Es wird Zeit, dass wir uns bewusst werden, dass wir in einem ganz komischen System leben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Krieg als Lösung akzeptiert. Unsere Führer, unsere Politiker akzeptieren Gewalt als Lösung für Probleme. Das, was uns als Volk die ganze Zeit ausgetrieben wird, von der Schule an wird uns eingeklärt, du darfst nicht mit Gewalt die Probleme lösen. Das ist für unsere Politiker eine Option. Da mag ich nicht mehr mitmachen. Gewalt kann nie eine Lösung sein. Und auch als Antwort auf Gewalt kann Gewalt keine Lösung sein. Frieden kommt nie durch Krieg. Frieden kommt immer durch friedliche Aktionen.
Wir haben vor ein paar Wochen bei der Friedensmahnwache ein Video gedreht. Ein lieber Freund von mir, der Christopher Spierk, ist Kameramann und er stellt sich da ab und zur Verfügung, dass wir da ein bisschen Video drehen und damit das ins Internet ein bisschen kommt und wir ein bisschen Werbung für die Friedensmahnwache machen. Und da haben wir den Leuten für dieses Video eine Frage gestellt. Und die Frage war: Was würdest du sofort ändern, wenn du die Macht dazu hättest? Wenn du dir eine Sache auf der Welt aussuchen kannst, die du ändern möchtest? Das Interessante war, es sind ein paar haben wir aus der Pistole geschossen, toll geantwortet, ja, Frieden oder den Zins abschaffen oder ähnliches. Die Antwort, die am meisten gekommen ist, war: Ich weiß es nicht. Und das hat mich ein bisschen schockiert. Jetzt sind wir da auf einer Friedensmahnwache und wir wissen, wogegen wir sind. Wir wissen, wir sind gegen einen Krieg, aber die meisten wissen nicht, wofür sie sind. Und im Gegensatz zum Stefan halte ich sehr viel vom Esoterik. Und es ist viel wichtiger, sich mit den Sachen zu beschäftigen, für die man ist. Danke. Dann gebe ich nämlich meine Energie und Kraft diesen Sachen, für die ich bin. Und dann wird das aufgebaut und immer mehr. Das heißt, ich habe auch eine Vision von Frieden, eine Vision von einer Welt. Und ich möchte jetzt ein paar Anregungen, die ich mir vorstelle, geben. Und ich möchte, dass jeder einfach die nächsten Tage, so oft wie es ihm möglich ist, daran denkt, wie er die Welt gerne hätte. Und ich verspreche euch, allein dadurch, dass ihr das denkt, verändert ihr schon was. Ich kann mir eine Welt vorstellen. Ah, da möchte ich noch dazu sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Streicht bitte diese Floskel aus eurem Wortschatz. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn du sagst, ich kann mir das nicht vorstellen, ja, wie willst du es dann realisieren? Ich habe schon oft gehört, ja, weltweiten Frieden, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist schlecht. Dann versuch es dir vorzustellen. Versuch einfach mit kleinen Sachen anzufangen, sie vorzustellen. Ich kann mir vorstellen, eine Welt, in der die politischen Führer keine Option in Gewalt sehen und keine Option im Krieg sehen. Ich kann mir eine Welt vorstellen, in der eine Frau Merkel, wenn sie ein Problem mit Russland hat, sich in ihr blödes Dienstauto setzt, nach Russland fährt, dort anklopft, sich mit dem Herrn Putin hinsetzt und mit ihm drüber redet, so wie es jeder normale von uns machen würde, wenn er mit einem anderen ein Problem hat. Ich kann mir eine Welt vorstellen, wo Energiegewinnung aus freien Energiegeräten kommt, die heute unterdrückt werden. Ich kann mir eine Welt vorstellen, in der niemand mehr hungern muss und auf der anderen Seite das Essen weggeschmissen wird. Und ich möchte noch appellieren, weil wir da vor dem Parlament stehen, möchte ich an alle, die da drinnen sitzen, appellieren: Schließt euch uns an. Wir schließen niemanden aus. Ich hätte gern, dass da endlich mal Politiker an unserer Seite stehen, dass Banker an unserer Seite stehen, dass Polizisten hier bei uns auf unserer Seite stehen. Weil die leiden genauso unter dem System wie wir alle. Und ich sage euch, wenn wir es noch lang genug aushalten und wenn wir noch lang genug durchhalten, dann wird das soweit kommen. Ja? Das System spielt uns in die Hände. Jeden Tag, siehe Ukraine, siehe Gaza, sehen wir immer mehr Wahnsinn, der passiert. Und das bringt zum einen ist es furchtbar, zum anderen ist es schön, weil es immer mehr Leute zum Aufwachen bringt. Und irgendwann werden da nicht 100 Leute, sondern 1000 Leute stehen und dann wird es ihnen recht schwer fallen, uns zu ignorieren. Das heißt, bitte bleibt positiv, stellt euch eine schöne Welt vor und diskutiert viel mit Leuten. Was ich aber bitten möchte, was ich immer wieder erlebe zum Thema sozialen Netzwerken: Die Leute diskutieren furchtbar viel auf sozialen Netzwerken, zum Teil mit Leuten, die da unter falschen Namen drinnen sind. Ja? Und ihr könnt euch sicher sein, das sind Trolle. Ich weiß nicht, was ein Troll ist. Das sind Leute, die bezahlt werden, dass sie Desinformation streuen. Ja? Das heißt, bitte diskutiert fleißig weiter, aber diskutiert bitte mit eurer Familie, mit euren Freunden, diskutiert am Arbeitsplatz mit den Leuten, aber diskutiert nicht so viel auf sozialen Netzwerken. Das ist verschwendete Zeit. Stellt euch eine Welt vor, in der wir alle am Montagabend was Besseres machen können, als für den Frieden zu demonstrieren, weil es so einen Grund gar nicht mehr gibt. Vielen Dank, alles Liebe.
Dank, Michael. We'll be right back.